Wir beginnen aber mit einem großflächigen Stromausfall heute Abend im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Der hat nicht nur im Wurstelprater zu stillstehenden Fahrgeschäften geführt, die evakuiert werden mussten. Auch das Ländermatch zwischen Österreich und Dänemark konnte erst deutlich später gestartet werden. Die Folge, die Fans mussten im dunklen Stadion ausharren. Man machte die Welle mit Handylichtern. Die Spieler nahmen es entspannt um 22.05 Uhr. Das Licht ging vor wenigen Minuten an. Das Spiel soll dann um 22.15 Uhr wieder starten. Und wir gehen jetzt zu Andreas Felber, der im Ernst-Happel-Stadion steht. Andreas Felber, was ist denn da passiert und was heißt das denn jetzt für das Spiel? Ja, eine Situation, die ich in 30 Jahren Fußballreporter da sind eigentlich noch nie erlebt habe. Ankickzeit 20.45 Uhr, Österreich gegen Dänemark. Die Spieler wärmen sich auf, wir machen unser Vorlaufprogramm. Plötzlich um 20.25 Uhr circa, kein Ton auf meinem Horcher. Ich schaue herum, kompletter Stromausfall im halben zweiten Bezirk. Kein Licht im Stadion, kein Strom im Übertragungswagen. Alles war eigentlich, es war überhaupt kein Saft hier, kann man fast sagen. Ja. Und dann hat hier die Kette angefangen, Diskussionen mit den Wiener Stadtwerken, hin und her. Und man muss sagen, eine unheimlich tolle Stimmung hier im Stadion. Der Platzsprecher Andi Marek, auch der Platzsprecher von Rapid Wien, hat hier für unglaubliche Stimmung gesorgt. Die Leute haben hier eine Stunde lang gesungen, Donauwalzer mit Handys, eine Welle gemacht. Also wirklich sehr interessant das Ganze. Und jetzt ist der Strom wieder gekommen, deswegen können wir uns auch von da melden. Flutlicht funktioniert wieder und die UEFA hat gemeinsam mit dem ÖFB und mit dem dänischen Fußballverband entschieden, das Spiel, das wird heute stattfinden, neue Ankickzeit um 22.15 Uhr und wir übertragen natürlich live in ORF 1 derzeit in ORF 1 das Parallelspiel unserer Gruppe, nämlich Kroatien gegen Frankreich. Danke, Andreas Felber. Hoffen wir, dass der Strom noch bleibt. Wer da die Stromrechnung nicht bezahlt hat, das werden wir noch klären.